Es war kein leichter Weg bis hierhin. Er war mit vielen Hindernissen und Entbehrungen verbunden. Doch kannte er stets nur ein einziges Ziel: die Spitze. Auf meinem Weg haben mir viele versucht, Steine in den Weg zu legen. Wir mussten sogar einiges auf unserem Weg zurücklassen. Sie haben versucht, mich zu ignorieren oder haben versucht, mich nicht ernst zu nehmen. Ich kannte dich jetzt nicht, kannte auch den Simon nicht, aber rein so, ja, vom Gefühl her. Weißt du, dann sehe ich so zum Beispiel jetzt das beste Beispiel, Simon Teichmann. Ich habe eigentlich so gar nichts gegen den. Der macht voll auf seriös. Das ist für mich so wie Krusty der Clown. Wie die alle heißen da, Gürki und Simon Teichmann oder Teichmann, kenne ich alle gar nicht so. Sie haben mir versucht, Dinge zu unterstellen, die nicht wahr sind. Was hältst du eigentlich von Raubkopien? Oh mein Gott, was ist denn das? Hör mal, Simon, da haben wir jetzt was. Da haben wir ja was zufällig hier stehen. Und? Also bist du kleptomanisch veranlagt und hast Autos geklaut? Nein, ich bin Autos gefahren, sehr, sehr früh, ohne Führerschein. Sie haben mir vorgeworfen, Anabolika zu konsumieren und meine Muskulatur nur aufgrund von Doping erreicht zu haben. Bin ich auf Stoff? Ja. Bin ich Simon Teichmann? Stoff-IP, Simon Teichmann. Kann man sagen, dass du gerade in den letzten 3 Jahren einen gewaltigen Sprung gemacht hast? Wir waren mit dem Simon Teichmann in Köln, um einen Dopingtest zu machen. Haben versucht, mich als Lügner und Betrüger zu denunzieren. Daraufhin meinte Simon, ja, er weiß davon nichts, er hat damit nichts zu tun. Ich habe ihm das ehrlich gesagt nicht geglaubt. In dem Video lügst du nochmal. Sie bezichtigten mich eines falschen Spiels. Ich sei nicht die Person, die ich vorgebe zu sein. Ein Fake. Versucht nicht, wenn ihr Netflender seid, versucht nicht Bart Simpson zu sein. Und ich mag es nicht, wenn jemand ein Schauspieler ist und dann aber so tut, als ob er so echt und unverfälscht und real ist. Und wenn ich jetzt aus einer Rolle des Nerds heraustrete und ich will auf einmal ein cooler Mookie-Man sein, der irgendwie nur Sachen redet, die hinten und vorne nicht stimmen, da habe ich schon das Gefühl, dass du immer auf Krampf versuchst, dich in ein rechtes Licht zu rücken, ohne Ecken und Kanten. Ja. War das nur ein Promo-Move? Sie gönnten mir den Erfolg, die Frauen und die Autos nicht. Und wie viele Autos hast du jetzt genau in deiner Garage stehen? Den einen in den Hemdens. Und andere, die ich noch gerne fahre, aber... Der Firma gehört. Den Anfang macht Simon Teichmann von der Body IP Media GmbH, die ist ja in Düsseldorf zu Hause. Und wofür ist Düsseldorf bekannt? Für die Kö, für Shoppen in exklusiven Boutiquen bei den teuren Modedesignern und... Zieh mal bitte das Ding über dein Armband. Stellten mir sogar nach, wie perverse Straftäter. Versuchten mich zu haten und zu beleidigen. Simon Teichmann. Nee, das ist ja eine richtige Wurst. Wieso das? Psychologe ist er. Ja, der ist ja so. Weißt du, Markus Blender. Wenn sein Geschäftspartner sich wie der größte Hurensohn verhält. Da stellen sich dann die Nichtsahnen, keine Ahnung, so eine Teichmanns oder habe ich mal Namen gehört. Der Typ sieht aus wie in der Ecke gewichst, Alter. Und hab zu ihm gesagt, wenn ich nochmal so eine Scheiße mitbekomme, wie sie dein Kollege erzählt, dann kracht's. Und zwar nicht im Internet. Kevin sagt, nee, das ist ja eine Wurst zu Simon. Und Simon ist halt...
Sie haben versucht, meine Autorität und meine Kompetenz zu untergraben. Also es gibt ein altes mongolesisches Sprichwort, das nennt sich Nachahmung ist die höchste Form des Nichtskönnens. Body IP bei Simon, was war das, Fake-Mann? Fach-Fake-Psychologen hier aus Düsseldorf. Ich rede jetzt von diesem Fake-Fachpsychologen aus Düsseldorf. Jeder weiß mittlerweile, wen ich damit meine. Der Herr Diplom-Fach-Fake-Psychologe gar nicht mehr. Ne? Wir haben ja den Diplom-Fach-Fake-Psychologen aus Düsseldorf. Der Fach-Fake-Psychologe, Kollege Mehrwert. Kollege Mehrwert. Sie haben alles versucht, um mich von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Ah ja, ja, das ist harter Tobak. Also bist du jetzt Rassisten, Simon, ja? Doch all das hat mich nur noch stärker gemacht. Und wo seid ihr jetzt? Es ist sehr einsam an der Spitze. Was ist aus Fitness-YouTube geworden? Die Hater und Kritiker sind zu Followern und Fans geworden. Wenn er mit mir irgendwie ein Video machen will, bin ich am Start. Vielleicht umgekehrt machen wir da auch was. Und die ehemaligen Protagonisten der Szene degradieren sich selbst. Entweder sie blamieren sich mit peinlichen 10.000 plus Kalorien-Challenges. Okay, guten alten Zeiten, Bro. Ja, herrlich. Da, also, Alkohol, da gebe ich mit, ne? Mach mal einen Meter. Oder versuchen mit vorpubertären Reaktionsvideos Follower für sich zu gewinnen. Bitch. Schlüsselanhänger, vielleicht den Autoschlüssel. Oder sie versuchen gar mit prolligen Urlaubs- oder Business-Vlogs wenigstens einige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Einige von ihnen geben sogar gänzlich auf, da sie bemerkt haben, dass ihre Klicks einzig durch die Leute generiert wurden, die den Klick auf das Video nur nutzten, um den Kanal zu deabonnieren. Jetzt kommen sie angekrochen. Jetzt wollen alle plötzlich ein Stück vom Simon Teichmann Kuchen abhaben. Wollen so sein wie Simon Teichmann. Versuchen seine Videos eins zu eins zu kopieren. Wollen ihn treffen, ihn interviewen. Oder einfach nur berühren. Sie wollen sich im Licht seines Anblitzes sonnen. Benutzen seinen Namen oder sein Bild, um ihren Videos wenigstens ein kleines Stück Relevanz zu schenken. Und doch, egal was die Zukunft bringt, sie werden nie an die Qualität meines Kanals nur ansatzweise herankommen. Denn eine Tatsache bleibt für immer. Kein anderer Kanal hat so viele Menschen an eine gesunde Ernährung gebracht. So Freunde, euer Simon hier, es ist Mittwoch, es ist selbstverständlich Thema Ernährung. Wir brauchen ein paar Walnüsse, in etwa 100 Gramm Walnüsse. Ihr wisst, Walnüsse, Superfettsäuren, auch Omega-3-Fettsäuren, wo ihr ganz, ganz fantastische, auch recht viele, wir haben zwischendurch, ich weiß gar nicht wie viele, aber es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele Cookies. Ab in der Fahne, ein bisschen Erythrit drauf. Ich finde, Walnüsse müssen karamellisiert sein im Erythrit. Kein anderer Kanal hat so vielen Menschen zu einem besseren Körper verholfen.
So Freunde, euer Simon hier, es ist Montag, es ist selbstverständlich Gymtime. Ich bin mal in keinem Private Gym und heute gibt es für viele den Schlüssel zu mehr Bizepswachstum, wirklich zu mehr, ja, mehr Hypertrophie im Bizeps. Warum? Weil die unteren Fasern der Brustmuskulatur wirklich sehr, sehr schräg nach unten ziehen. Das ist die Bewegung für den unteren Teil des Trapez. Das heißt, wir ziehen die Schulterblätter von oben nach unten. Kein anderer Kanal hat mehr Menschen zu einer glücklicheren und erfolgreicheren Lebenseinstellung geführt. So Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und heute ein wirklich spannendes Thema, was so ein bisschen an die FIBO anknüpft, aber was komplett eigenständig ist. Bei Anorexia ist es tatsächlich so, dass das die meisten Damen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Herren, sich viel, viel dicker wahrnehmen, als sie wirklich sind und versuchen dann drastisch abzunehmen. Und ich werde euch heute erklären, warum ihr euch auch mehr lieben sollt. Es wird kein esoterisches Liebe dich und nein, sehr, sehr sachlich erklärt, warum das etwas Gutes ist und warum das meiner Meinung nach sogar eines der wichtigsten Dinge überhaupt im Leben eines jeden sein sollte, der glücklich werden will. Und in diesem Sinne, meine Freunde, auf die nächste Million.